Da habe ich mir gewünscht, beim Schreiben auch mal mehr Eulen um mich herum zu haben, und dieses Kloster da irgendwie auch so mit reinzunehmen. Und das war eigentlich so der Startschuss in meinem Kopf für Väterland, aus dem ich euch heute eben ein bisschen vorlesen möchte. Genau, das war jetzt hier aus Band 12. Da ist also Flora zum ersten Mal in diesem Kloster mit ihrem Vater und lernt da die verschiedenen Eulen kennen. Und die möchte ich euch jetzt auch mal ein bisschen vorstellen. Da ist zum einen eine ganz coole Schneeeule, die heißt Nordis. Die spricht nicht so viel. Also diese Eulen sind natürlich alle wie Golfing-Zaubereulen. Nordis spricht nicht so viel, ist immer ziemlich gechillt, aber wenn sie was sagt, dann hat es auch Hand und Fuß und dann hören die anderen da auch drauf. Ja? Ich finde, Schneeeulen sind einfach auch unglaublich schöne Eulen. Dann gibt es da noch einen Brillenkauz, das ist Claro. Ihr seht schon, warum er diesen Kauz so nennt, eben wegen dieser Federzeichnung, die aussieht wie eine Brille. Das ist also Claro, der ist ziemlich klug, weiß aber auch manchmal immer so einiges besser und ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein Strebertyp, so kommt er manchmal rüber, was die anderen natürlich nicht immer ganz so toll finden, aber er ist eben, wie gesagt, ein kluger Kopf. Und dann wollte ich unbedingt dabei haben, diesen kleinen Elfenkauz. Das ist einfach wahnsinnig süß. Er ist kleiner als eine Amsel, lebt eigentlich in Südamerika, oft in so hohlen Kakteen. Da guckt er dann so raus. Der heißt hier in Zaubereulen in Federland, heißt diese kleine Elfenkauzdame Hupsi. Und Hupsi, die hat einfach immer Hummeln im Hintern. Die kann einfach nicht still sitzen, flattert immer überall rum und vor allem quasselt sie die ganze Zeit. Und das geht den anderen einfach manchmal auch dann ziemlich auf die Nerven. Aber so ist es eben in einer Gruppe oder in einem Team sozusagen, dass es da ganz unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Und so wurde das uns damals auch in diesem Kloster tatsächlich erzählt, dass diese Eulen ganz eigene Persönlichkeiten sind. Der eine ist immer ein bisschen zickig und braucht, muss immer extra gebeten werden. Der andere ist eher immer so ein bisschen verträumt. Und ja, und so wollte ich eben diese Gruppe auch so vielgestaltig dann zeigen. Die zusammen sind die Väterländer.